Ob mit oder ohne Handicap, am 22. Mai spielen 400 Kinder im Kapfenberger Feckede-Stadion beim Integra Cup wieder miteinander Fußball. Die Herausforderungen bei der Organisation eines Fußballturnieres mit behinderten Teilnehmern liegen in den Detailfragen. Dazu kommt, dass heuer das erste Mal Mädchen mitspielen. Das 13. Mal findet dieser Integra Cup bereits statt. Wir freuen uns auch wieder, wie auch im Vorjahr mit 25 Mannschaften. Womöglich 6 bis 27 Mannschaften, das ist noch nicht ganz fix. Aber es wird sicher wieder ein voller Erfolg und es werden so an die 400 Kinder teilnehmen, komplett, also mit Anhang, auch Elternteile natürlich. Und die werden auch sehr gut verpflegt wieder von uns, von der Rettung. Und ich hoffe, dass es wieder gleich geht, gut wie voriges Jahr. Es ist eine Sportveranstaltung, die es so kein zweites Mal gibt in Österreich. Vor 13 Jahren wurde diese Idee geboren. Ja, die Idee beruht auf das, dass man Integrationskinder von den Integrationsklassen, die ja immer außenstehend sind, dazu verpflichtet haben. Also sie machen die Einladung. Das ist das Grundprinzip von uns, dass die Integrationskinder die einladenden Kinder sind und wir die Veranstaltung diesbezüglich organisieren. Turnierleiter ist wieder Sándor Farago. Er ist beim Nachwuchsmodell Kapfenberg als Spartenleiter für den Fußball zuständig und beim Integra Cup für die sportliche Abwicklung. Als Sponsor bereits seit der ersten Stunde dabei ist Andreas Gamsjäger von McDonald's. Ja, es freut mich besonders, weil es ist einfach ein integrativer Zweck und wie unser Gründer schon gesagt hat, wir holen aus der Gesellschaft, wir nehmen aus der Gesellschaft und darum geben wir auch wieder was zurück. Und das ist einfach ein wichtiges Anliegen.